Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Jeden Morgen dasselbe mit dir. Hey Rudi, du hast ja heute schon ganze Romane geschrieben, habe ich gesehen. Nee, die Journalisten haben Romane geschrieben. Ich habe nur abgeschrieben. Das scheint wirklich wahr zu sein. Also der arme Alain Delon ist gestorben. Es sind Insassen aus dem Knast abgehauen. Die Mülldeponien werden knapp. Und. Das ist ja Ja, wenn es unglaublich. nur der Knast gewesen wäre in Bayern, in Straubing, das war eine geschlossene. Das war eine Aber geschlossene. die haben sofort Entwarnung gegeben vom Staatsschutz, es seien keine CSU-Politiker darunter. Naja, das ist ja schon mal beruhigend, wollen wir mal sagen. Das hätte ja noch gefehlt, ne? Da der Ja, Söder. die Welt ist lustig. Das heißt, so lustig darf sie nicht sein, für Donald Trump zum Beispiel nicht. Der findet es ja irre, das Lächeln von oder das Lachen von Harris. Ein Irrer findet Lachen irre, so sind die Fundamentalisten. Die sind Ja. total ernsthaft. Also Schrecklich. unter Donald Findet Trump Lachen. Ja. gäbe es für die Welt nichts mehr zu lachen, ne? Ja, da können wir uns auf was einstellen. Dann gibt es den nächsten Lachknast, ne? Dann werden wir eingeknastet, wenn wir lachen, ja? Ja, Lachnast statt Lachgas. Ja, es ist also irre. Der Trump ist ja mein wirklicher Liebling. Der wird ja immer besser. Der ist ja noch schlimmer als der Joe. Und George W. war ja auch mal ein bisschen komisch. Ja, das Ja, stimmt, das stimmt, das stimmt. egal. Die sind alle. Ja, was haben wir sonst noch? Da gibt es ja nicht viele, viele Sonntagsnachrichten gibt es ja nicht. Die Naja, also. AfD will ihre Jugendorganisation, die ja rechtsextremistisch eingestuft ist und zwar gesichert, loswerden. Naja, Und hast du die dann Sicherheit? eine Jugendorganisation nach Vorbild der Jusos machen. Das heißt, jeder unter 36 Jahren ist AfD-Mitglied und gleichzeitig, wer weiß da, Jugendmitglied, ja, automatisch und darf dann auch keine Verbindungen zu vorherigen Rechtsradikalen Kreisen. Organisationen gehabt haben, die in der Liste der AfD stehen. Ja, da müssen sie ihre Hör eigene auf. Jugendorganisation dann auch einfügen. Das wird lustig. Hör auf, ey. Das ist ja wirklich unglaublich, ey. Hast du diese Irren in Leipzig gestern gesehen? Also früher an der Stadtbahn West sind die immer eingekesselt worden, alle Personalien erfasst worden und dann ging es wieder ab durch die Mitte. Dass die das im Osten nicht hinkriegen, diese Polizisten, das ist ja schon Naja, harte. bei der Stadtbahn West war es ja auch einfacher. Da musste man ja bloß das Flatterband um einige Bäume legen. Dann sind die nicht mehr rausgekommen. Auch So in der in Leipzig, da urbanen Gegend. im Leipzig haben die alle auf einem Bahnsteig gestanden. Alle auf einem Bahnsteig. Die hätten wir so schön alle, wie nennt man Gab es das? keinen Personal Sonderzug? Erkenntnis dienstlich behandeln können. Aber gut, nicht mein Ding. Ist die Polizei verantwortlich oder die, wie heißen die, Polizeipräsidenten und Innenminister in Sachsen? Aber die haben es ja noch nie drauf gehabt. Also es ist ja unterirdisch, sage ich immer, unterirdisch. Ja. Wie gesagt, hätte einen Wir Zug haben. einfahren lassen sollen, alle rein, Sonderzug nach Pankow und Weg damit, genau. gut. Mülldeponien, ja, sag mal, kann man nicht mal mehr ein Haus abreißen, ohne dass man Probleme bekommt? Das ist ja wieder so eine krude Idee. Willst du jetzt einfach die alten Häuser recyceln oder was? Ja, müssen wir wohl, weil es gibt kaum noch ausgewiesenen Platz für Mülldeponien. Das machen ja immer die Regionalverbände. Die müssen ja rechtzeitig gucken. Und die Mülldeponien sind zum Teil voll. Die Bauindustrie, die bringt dahin, was sie kann. Das ist die gute Hälfte des gesamten Schutts. Der kommt nur als Bauschutt dort an. Das bedeutet doch für mich, dass der private Müll und sonstige Industriemüll da weniger die Rolle spielt, dass das da an der Stelle schon gut recycelt wird. Wir werden da auch dazu kommen müssen, dass besser recycelt wird. Das wird wohl so werden und das ist ja auch gut so, denn da ist es schon mal jede Menge CO2-Fußabdruck entstanden und das kann man ja dann nicht einfach nochmal verbrennen. Ich glaube, da muss man einfach auch mal ein bisschen umdenken. Ne? Und da müssen sich auch die Architekten mal überlegen, wie sie alte Gebäude, die noch gut in Schuss sind, auch wieder instand setzen können und ertüchtigen können. Ja, da erwarte ich mal eine gewisse Lobbyarbeit der Baubranche, dass sie da tätig werden. Ich weiß von Knauf, die mit ihren Rigipsplatten da rummachen,
dass die da Ansätze gemacht haben, weil warum soll man die Rigelsplatten nicht recyceln? Aber dann muss ich sie auch als recyclingfähig deklarieren von Staats wegen oder von Gesetzes wegen. Und ja, da haben wir noch bestimmt ganz viele, viele Stellen, wo wir da was ändern können. Wir sehen, auch sonntags gibt es noch viel Luft nach oben, liebe Freundinnen und Freunde. Abonniert uns, guckt uns jeden Tag am besten. Wir Ja. wünschen euch ein Und schönes dann Wochenende. guckt doch mal rein. Wir haben so mal die Links der letzten Woche, haben wir mal für diejenigen, die 25 Minuten oder 30 Minuten Zeit haben, haben wir eingestellt dann. Genau, bis dann. Ciao.